Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow One Hong Kong. Wir sind hier noch in der Ares Asia Holding und wollen hier mal unseren Job machen. Moment. Okay, eine ganze Menge Guards. Elevator Door. Da wollen wir hin, aus irgendeinem Grund. Gucken wir nochmal hier. Office computer doesn't appear to be fully locked. It rests on an info page about Ares Asia Holdings. With a little finesse, a decker could probably get into the user's secured email. Gut, Finesse ist nicht so unsere Sache. Da machen wir das mal. Browsen wir erstmal die Information. The contents of the page consist primarily of marketing jargons, smiling corporate citizens and a lot of information about the relatively recent incorporation of Ares Asia Holdings. Unfortunately, there's very little of value here unless you have an interest in stock photographs and corporate jingoism. Have Isabel hack the computer. Isabel rattles out a few lines of code. And the machine beeps softly. You know, I'd expect Ares employees to be more careful with data security, but I guess nobody's perfect. Nee, die sind, weiß Gott, nicht perfekt, so inkompetent, wie wir die schon erlebt haben. Also ich meine, wir haben da den Typen da vorne an der Rezeption beschwatzt. Die haben diese offene Kabel-Dings da. Also irgendwie. Liegt da einiges im Argen. From inside the machine's secure storage, you can access recent email and recent project updates. Read email. Most of the email is boring. Lunch plans, updates on hardware requests, complaints about office lighting. Okay, das ist so wichtig. And things of that nature. One thread catches your eye, though. Security scheduling IC code. Okay. I don't know why you're having such difficulty understanding our matrix upgrades, Cheung. I've given you the bypass codes for the blocker eyes at least 3 times already. Maybe you should write them down or something. Anyway, here they are again. Ach, was ein großes Glück. Es erinnert mich ein bisschen an Crusader. Da passiert das auch ständig, diese Nachrichten auf Computern. Hier ist der Code für die Tür. Schreib den hier mal in diesen Rechner, dass ihn jeder sehen kann. These codes should allow you to bypass the blocker eyes in our secure data store and also for security scheduling. Blocker eyes. Was ist denn Blocker? Don't test me, Corporal. Corporal? Okay. I wouldn't be in this situation if you hadn't been promising the matrix upgrades would be complete next week for the past 6 months. After 4 months of waiting, I stopped thinking about that. Now, every time I make a pull request from a depot, that damn ice gets in my persona's face and demands another set of passcodes. Ja, das ist nicht so ein stumpfes Access Denied oder so. Da kommt einem tatsächlich auf einer persönlichen Ebene ein Blocker-Eis entgegen. Oh, das ist lustig. Thank you for the bypass codes, though. I write them on the back of my hand or something. Ja, und erfahren wir die auch oder die stehen dann da in unserem Dings? Quest Inventory. Browse Project Updates. Most of these employees' records involve construction projects in and around Hong Kong, but one project, referred to only as number 2231, stands out. Dr. Cheung, I'm concerned about the amount of resources you've requested to pursue Project 2231, particularly because we are Ares Asia Holdings, not Ares America. 2231 is an Ares America project, not one of ours. What explanation can you offer for this request? How can it be justified? Okay. I understand your concerns, Director, but you should be aware that all divisions of Ares Microtechnology have been ordered to support Project 2231, where possible. Ja, das ist eine wunderbare Erklärung. Hier war Dr. Taylor und Dr. Hardingham, Moment mal, um die geht es, are particularly interested in testing their prototype in support of Project 2231. I'm simply requesting enough manpower to find suitable subjects to test the prototype against. Ach, nicht schon wieder irgendwelche erwachten Kreaturen mit Chips im Kopf oder so. Ach, nee. The risk involved in local research is unacceptable at this time. This is the entire reason the bulk of 2231-related research takes place at Complex 68G. And why 68G is in the middle of the frozen tundra.
Okay. Labor X10, verstehe. I would be willing to divert additional engineers for Taylor and Hardingham's project if they would be willing to create another prototype with the intent of shipping it to Complex 68G. Okay. I'll talk to them about it if you think it's not possible any other way and impress that upon them. Okay. Create another prototype. Das klingt mir. Also, ich meine. Naja. Also, er klingt mir nicht unbedingt nach irgendeinem erwachten Höllenhund mit Chip im Kopf, weil die createt man in dem Sinne ja nicht. Also, naja, vielleicht schon, aber egal. Und noch mehr? Nee, okay. Okay. Investigate Secure Files. Vor allem in Zeiten. Achso, das war das. Gut. Do nothing. Okay. Okay, Data Store, SQL-Skin. Achso, das sind zwei. Okay, gut. Ich weiß hier mein Matrix Terminal. Wir wollen erstmal noch gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Können wir hier einfach so reingehen? Offensichtlich. Guten Tag. Was zur Hölle? Public Terminal. This is the Public Matrix Terminal for Guests and Visitors. Okay. Okay, außerhalb der Reception Area. Und offensichtlich ist das ja alles Reception Area. Its primary functions appear to be directory and news services, as well as basic email. Ach, damit der Konzern die auch noch gleich mitlesen kann. Ja, das ist ja eine super Idee. Also ich meine, es gibt. Ah, nee. In der Zukunft wahrscheinlich noch schlimmer als heute. Die Leute würden das wahrscheinlich heute schon benutzen. This is also a perfect terminal for you to upload the fake visitor records, okay? Welcome to Arizona. Please state your query. Dann machen wir erstmal Search for Dr. Taylor. Oh, Dr. Taylor P. Taylor P. at Ares Asia, HQ Central Feeds. Ja, Free Enterprise, Leute, ich weiß. Drone Automation Division Floor 27. Okay, das ist gut zu wissen. Biography. Dr. Taylor has transferred to the Hong Kong offices of Ares Asia Holdings from his previous post in London with Ares Europe. Dr. Taylor's research focuses primarily on drone weapons technology. Ach, das ist der Foto. Ja, stimmt, das ist ja eine Drohne. Ja, es geht ja um eine Drohne. Ich bin dämlich. Geht ja gar nicht um erwachtes Zeugs. Also, on drone weapons technology. Oh, vielleicht fehlt. Anyway, although previous work has centered on cryogenics technology. And the impact of the matrix on social structures and human development. Okay. Dr. Taylor is joint chair of the Ares Asia Drone Research Laboratories with Dr. Ian Hardingham. Current projects include expansion of the Hangzhou Bay Tidal Power System, a proposal to expand the Hong Kong MTR maintenance program, and further research into machine learning. Ja, sind sie also in den 2050ern immer noch nicht weiter als heute. Okay, Dr. Hardingham. Okay, du bist da auch. Biography. Dr. Hardingham is transferred to Hong Kong. Ares previous post in London. Dr. Hardingham holds advanced degrees in Weapons Design, Mechanical Engineering. Von den Degrees von dem anderen stand da nichts. Also wahrscheinlich ist das ein Autodidakt. And holds several patents in the field of artificial intelligence research. As joint chair of the Ares Asia Drone Research Laboratory, Dr. Hardingham's duties are primarily related to the research and development of new artificial intelligence solutions that will keep Ares macro technology competitive in this rapidly changing world. While the specific work of the drone research laboratories is classified, previous efforts have been centered around self-repairing machinery. Darum geht es, glaube ich. Oder? Hat er nicht Dings irgendwas gesagt? Oder hat er das, oder war das was er schon eingebaut hatte? Ich habe schon wieder vergessen. Also ich glaube, irgendwas hat der Rektor mit Auto mit Repair, Nano-Repair, Gedöns oder so erzählt. Glaube ich, mich dunkel zu erinnern. Ich vergesse das immer, was mir meine Freunde sagen. Das ist sehr furchtbarer. Aber ich habe ja auch nur Intelligenz 2, ich kann mir ja nur zwei Sachen gleichzeitig merken. Meine, dafür steht der Wert ja. Robotic Game Theory and Collective Machine Learning. Alter Visitor Records.
You slip the data chip into a port on the public terminal and let the worm go to work. After several seconds, the chip flashes green. Now AirAsia Holdings records show that Golden Fong has visited on several occasions in the past. Sehr schön. Ah, und jetzt, ah, okay, okay, das war ja gar kein Fahrstuhl. Das war der Fahrstuhl, die Tür sah nur so ähnlich aus. Okay. Okay. Ist übrigens immer noch keiner gekommen, um uns abzuholen. Wie kommen wir hier rein? Offensichtlich gar nicht. Ja, ach. So, Iso, mach mal dein Ding. Hilf Isabel Jack in. Von 5. Ach du liebe Güte. Das sieht schon ein bisschen hübscher aus. Ja. Lauf, 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 lauf. Nenu, lauf doch. Das ist noch ein Problem bei der Bedienung hier. Dass ja manchmal ich nicht genau weiß, wo ich hinklicken kann. Und dadurch, naja. What? Hier gefällt mir nicht. Lauf, lauf. Ah, genau deswegen. Das war wieder... Ah! Ja, okay, dann machen wir dich mal kaputt hier. Ah, das sollte ich vielleicht nehmen. Okay. Come on. What? Oh shit. Die wissen, dass wir hier sind. Oh fuck. Okay, 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 okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Zum Beispiel 50. Warum hast du den nicht getroffen? Ach, weil der da in Deckung ist. Okay. Mhm. Okay, kann man es irgendeinem Grund nicht benutzen. Das ist ja ein... Heieieiei. Come on! Okay, wir können... Okay. Gut. Gut. So, und du... %94! Ich hasse dieses Spiel. Also... Ah. Na gut, wenn du danach ein Critical machst, ist ein Schwachsinn. Okay. Wow.
Nein, da habe ich mir schon was gedacht. Ah, shit. System Trace geht immer noch weiter hoch, natürlich. Wenn du triffst, wäre es super, aber wahrscheinlich triffst du nicht. Wow, hast getroffen, sehr gut. Nein, du bist nicht doof, du schießt auf die Persona, nicht auf das Programm. Noch mehr. Oh shit, da ist noch mehr. Was ist. Okay. Werden wir uns eine Weile aufhalten, so wie es aussieht. Ach, kostet 3, ne? Das ist ja nicht so gut. Okay, dann machen wir das. Shit, sieht uns auch noch das Ding. Ach, come on! Jo, 68%, da kann man schwer treffen. Natürlich nicht. Du bist ein verdammt hartnäckiges Ding. Okay, haben wir noch irgendwas? Das Ding wird jetzt auch hier hinfahren. Wieso haben wir dahinter eigentlich keine Deckung? Da müssten wir doch eigentlich vollständige Deckung haben, oder nicht? Ja, offensichtlich nicht. Gehen wir jetzt mal. Ja. Muss ich da jetzt noch irgendwas anwählen? Okay. Gut. Können wir schon Text nicht so wichtig. Greif mal das Ding an. Das muss weg. Gut. Okay, das Ding hat uns noch nicht gesehen. Dann können wir mit dir da jetzt mal wegfahren. Fragt sich nur, wohin.
Okay. Ah, du fährst da lang. Okay, dann gehen wir jetzt nach hier. Writing, okay. Heck. Ah, shit. Okay. Hey, hey, hey. Okay, den Elevator haben wir. Ich würde sagen, ich speichere mal. Hey, das ist aufregend. Ich bin echt nicht gut in diesem Ding. So, bist du das einzige Ding, was hier noch rumfährt? Ich glaube, ne? Können wir dich irgendwie hier so umgehen? Ja, müsste gehen. Halt, da ist noch einer. Okay. Security Scheduling Database. Scheduling. Moment, da haben wir doch ein Mission-Item. ZH4NG kleines F3I. Okay. ZH4NG kleines F3I. Sehr gut. Okay, dann können wir jetzt hier raus, theoretisch. Will ich noch woanders hingucken? Ja, weißt du was, das reicht erstmal. Ja, nee, ich weiß nicht, ob der System Trace mit der Zeit wieder absinkt. Wollen wir mal antesten. Andererseits war da noch so viel. Probieren wir es nochmal. Bist du wieder voll jetzt? Okay, hier geht's noch. Okay, hier müssen wir durch. Die Nerven. System Trace ist immer noch das gleiche, okay. Nenno, wie kriege ich dich dahin, dass du dahin gehst? Das ist ein Mist. Okay, also da waren wir. Haben wir. Oh Gott, hier haben wir noch was. Und da haben wir auch noch was. Okay.
Können wir irgendwie. Wie können wir uns denn schneller machen? Wir hatten doch diese. Müssen wir das so machen? Nee, das geht auch nicht. Ich meine, wir hatten doch dieses Programm, das uns irgendwie 40% Geschwindigkeit ergibt. Aber scheint keine Möglichkeit zu geben, das zu aktivieren. Lauf, 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 lauf. Ach du Scheiße. Okay. Das da. Boost Persona Speed. Können wir nicht anwählen. Wieso? Hä? Verstehe ich nicht. Null Cooldown. Ja, okay, aber wieso können wir das nicht benutzen? Hm. Nein. Wo fliegst du hin? Er fliegt nach da. Dann nach da. Ah, ja, jemine. Von hier. Was? Ach, hier ist hier vielleicht doch nichts? Das hat uns nach hier geführt, oder was? Das ist Matrix-Geografie. Ja, okay. Sind wir hier irgendwo sicher? Nope. Hier vielleicht? Nope, damit sind wir nicht. Okay. Prozent, das ist so, weißt du, das ist so furchtbar. Ah, Gott. Das macht echt keinen Spaß. Also, das ist so schlimm. 90%. Also. Und es ist nicht wahr, ey. Ich würde jetzt gerne den System Trace wieder senken, aber das geht offensichtlich nicht. Wow. Jetzt kann ich's. Okay. Jetzt kommt das Ding auch noch an. Das ist nicht gut. Das ist ein kniffliger Matrix Run. Zumindest für meine Fähigkeiten. Secure Data Store. Moment, Data hatten wir auch was, ne?
G-U-4-N-Y, großes Y, großes U. Okay, Paydata, sehr gut. So, was machst du? Du fährst da irgendwie rum. Da können wir nicht hin, okay. Scheiße, da ist auch noch was. Aber das reicht jetzt hin. Da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Das wird... Wenn wir uns... Wir können das hier nicht machen. Also das heißt, wir können nicht, wenn wir nicht im Kampf sind, nicht einfach das Programm laufen lassen, um das System Trace zu senken. Oder? Nee. Ich muss mich mit denen im Kampf befinden und dann... Ja, Das geht aus irgendeinem Grund nicht. Müssen wir also mit einem... Oh Gott, das, und dann kommen Decker, wenn das auf 200 geht, ne? Und schwarzes Eis und so ein Mist, ne? Das ist nicht gut. Das wird noch eine tricky Angelegenheit. Ich meine, ich hätte theoretisch das mit dem Elevator nicht machen müssen. War das nicht so, dass das Ding hier das auch gemacht hätte? Wahrscheinlich. Ja, da war irgendwas mit Elevator Controls. Okay. Was hat uns das eigentlich gebracht? Wahrscheinlich hat das irgendwas geöffnet. Ja, da würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal, ob wir... Oh, wo sind die Guards denn hin? Okay. Okay, die Guards sind offensichtlich gegangen, weil die... Obwohl, der Elevator geht ja nicht mehr, ne? War das nicht so? Haben wir den nicht ausgeschaltet gerade? Oder nee, wir haben nur die Kontrolle übernommen, so war es. Irgendwie. Okay. Exit console, we have arrived. Oh Gott, ist ein... Ja, Auto Repair Unit, okay. We should make certain to find the Auto Repair Prototype while we're here. I'm sure we'll be around here somewhere. I'm sure we'll be around here somewhere. Good, then it won't be too much work to pick it up on our way. Thank you very much for this assistance. Okay, whatever. Okay, Game Safe, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ja, ich würde sagen, ich mache am nächsten Mal weiter nach diesem doch etwas heiklen Ausflug in die Matrix. Wahrscheinlich müssen wir hier nochmal in die Matrix. Aha. Ja, da war noch was. Da müssen wir definitiv nochmal rein. Okay, ja, gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, ob wir es schaffen, dass wir nicht die komplette Ares Macro Technology Asia Division gegen uns aufbringen. Wahrscheinlich nicht. Das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.